Willkommen zur nächsten Folge von Feed the Beast in Infinity Evolved. Heute dezent viel später, denn ich musste mal die Welt mit Jens vom Server runterziehen, weil wir die jetzt da nicht mehr brauchen und ja, der Server jetzt andere Aufgaben erstmal bekommt, unter anderem coole. Und ja, deswegen habe ich jetzt die ganze Welt hier als Singleplayer, deswegen sind auch meine ganzen Waypoints alle weg. Yay. Aber haben gute Nachrichten, das heißt, auf der Welt spielen jetzt nur noch wir. Das heißt, wir können noch beliebe unsere Nachbarn, ja, plündern, würde ich mal sagen, ne? Ich meine, wir könnten jetzt mal so zu Maurice rüberfliegen kurz und mal so gucken, ne, was da so zu holen ist. Ich meine, ich war kurz mal eben da und habe mal so einen Blick reingeworfen, aber was haben wir denn hier? Oh, das Ding hat der auch gemacht, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Ein Energiekern. Was? 8 Milliarden, 686 Millionen RF hat der da drin. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Das ist ein bisschen viel. So, ist ein bisschen sehr viel. Problem ist, wir können jetzt die ganzen Tesseracts nicht benutzen, weil die alle privat sind. Mal gucken, ob ich die irgendwie entprivatisieren kann über gewisse Wege. Ja, den ganzen Kram hatte ich eben schon mal abgeklemmt, damit der nicht weiter hier rumläuft. Wahrscheinlich, Alter. Bisschen übertrieben, ne? Ich meine, meine Schmerke ist ja schon groß, aber die ist noch übertriebener. Das hat alles im Inventar hier drin. Oh, hat er noch ein anderes Terminal? Terminal. ME. Hat er kein ME-Terminal mehr? Oh, komm, ernsthaft. Ich hasse dieses Crafting-Ding hier. Oh, Spinn, seid mal still. Was hat er denn hier alles Schönes drin? 1000 Tonnen Erde. Was hat er hier? Oh, Kupfer ohne Ende. Zinn ohne Ende. Gold ohne Ende. Yo, 1380. Yo. Ja, genau. Usmarkte. Mitnehmen. Schon mal zu bedienen, ne? Yellowrite habe ich eben auch schon mal aufgetankt bei ihm ganz viel. So, alter Spinne, ist gut bei euch. Diamantstaub, noch mehr Smaragde. Lumiumbarren. Rüstung. Eieiei, also hier können wir noch öfter hingehen und ein bisschen was mitnehmen. Wobei ich meine, das ist ja nur Maurice hier, ne? Oh, das alte Jetplate mitnehmen, ne? Wenn wir Langeweile haben. Was können wir denn sonst noch so hier bei wem besorgen? Wir könnten auch noch mal gucken, wen wir sonst noch so haben. Hallo, außer Reichweite? Komm, komm, lade, lade. Ich weiß, dass du hier bist. Komm. Ha, danke. Lass mal plündern gehen bei, was haben wir noch hier? Tom mal gucken, ob der was Wertvolles da hat. Der hat ja auch irgendwie ein bisschen Zeug hier. Ja, wollt mich verarschen? Egal, wo ich hingehe, immer dieses Spinnengeräusche, ne? Ist klar. Kitzelgenerator noch eingeschaltet? Ist klar, Tom. Ist klar. Ui, jetzt habe ich Angst hier. Ja, gut. Ein paar ME-Turtles. Ein paar Turtles. Ja, da hat sich aber hier auch ordentlich irgendwie was zurecht gebaut, ne? So ein Gefühl. So, jetzt sind wir wieder. Danger High Voltage, okay. Ja, gut, ne? Also. Was ist das denn hier? Alles klar. Query hat er gebaut und Tesseract hat er auch. Oh, komm, Leute, warum habt ihr alles privat gemacht? Na gut, hier komme ich gar nicht mehr drauf, weil alles schon leer ist. Ja, gut, die Festplatten können wir dann mal bei Gelegenheit nochmal klauen bei allen Leuten. Und dann bei uns das Ultra-ME-System bauen. Ich meine, ich könnte einfach Maurice Strom anzapfen, ging auch, aber mal muss mal gucken. Dann bauen wir uns hier das Ultra-ME-System. Wie können wir noch plündern? Hier hinten, den Bären. Ja, hier ist der komische Grafikbug. Sogar im Singleplayer ist er da. Ich weiß nicht, was hier irgendwo was verbuggt. Wenn irgendwer weiß, dann baue ich es ab, weil irgendwas ist hier eklig. Oh, hier steht einfach eine Energiezelle rum. Oh, können wir mitnehmen, rein theoretisch, ne? Was haben wir denn hier schönes ME-System? Hier war ich auch schon mal öfter plündern. Wir sind Yellowrite noch geklaut. Oh ja. Yo. Ja gut, ne? So, überhaupt, wir werden so satt werden auf jeden Fall. Das wird hier ein Späßchen. Wenn wir hier alles von allen Leuten plündern. Was hat denn der Henry noch in seiner Basis? Beziehungsweise der und sein Kumpel. Die ist doch hier irgendwo, ne? Was gibt's denn hier noch zu klauen? Mal gucken, ne? Richtige Plünderfolge heute. Gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Löscht gar nichts. Ah ja. Das hätte mich jetzt gar nicht gewundert, wenn hier irgendwas gewesen wäre. Was haben wir hier noch? Irgendwo Zeug? Ja gut, zu lustig. Noch irgendwo Zeug hier, was man mitnehmen kann, was sich lohnt. Hier könnten wir mit den Towncraft-Sachen anfangen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Muss mal gucken. Oh. Ja, ich weiß nicht. Ich müsste mich mal gucken, was wir hier so brauchen. Das heißt, wenn wir irgendwas brauchen, wir bekommen es hier überall bedienen. Weil ab sofort alles uns gehört. Huhu. Aber eigentlich wollte ich heute was anderes machen. Und zwar schlafen gehen erstmal. Rip. Hätten uns noch ein paar Enderperlen mitnehmen sollen von Maurice, dann könnten wir jetzt schon mal Dings hier machen, ne? Neue Solarzellen. Andererseits, warum?
Wir haben nur unbegrenzt Strom, den wir uns klauen können. Boah, ich meine, alle Welt hat ihre Energiezellen natürlich schön voll getankt, ne? Nur halt meine nicht, ne? Aber, ja, ne? Jetzt gehören sie alle uns. Wir brauchen mal ein paar Dimlets. Habe ich noch welche hier? Ja, 27 Stück. Ja, geht mal her. Lass uns nochmal eine lustige neue Welt bauen. Ich hoffe, draußen, die Leute hört man jetzt nicht zu laut. Ich habe Fenster offen, weil mir da warm ist, aber... Naja, meine Nachbarn sind ja sehr laut. Bio, Biome, Enchanted Forest, ah ja, okay. Wir klatschen einfach gleich wieder ein paar Sachen zusammen und gucken, was da so rauskommt, ne? Ich meine, das ist keine große Sache. Mein Strom ist auch noch tatsächlich voll. Ja gut, weil der jetzt hier am Arbeiten ist, geht der halt jetzt gerade mal ein bisschen runter, aber das ist ja jetzt kein Dauerzustand. Warte, dich auch noch. Mal gucken, was könnten wir uns jetzt mal zusammenbauen? Wir könnten mal was bauen, was haben wir hier? Sky Canyon, weg damit. Structure Stronghold, ne? Savannah behalten wir mal. Firefly Frost, nein. Sky Ender, Dimlet, nö. Kein graugefärbter Ton. Dense Twilight Forest, nein. Enchanted Forest, nein. Future Orbs, nein. Birch, ja, nehmen wir auch mal mit. Nein, das ist ja Blödsinn. Ich kann ja zwei. Material graugefärbter Ton, Material minderes Erz, aha. Hört sich schon mal. Nether Iridium, erst wollte ich mal testen. Was haben wir hier noch? Dark Purple Color, nein. Just No, was haben wir hier? Hellbow, nein. Weg damit, was brauchen wir noch? Wir könnten noch eben Liquid Molten Dark Steel. Weißt du was, wir nehmen mal Liquid Molten Dark Steel noch mit und... Keine Ahnung, was das ist. Terrain, Liquid Dimlet, Chaotic Dimlet, wir nehmen mal Liquid. Gucken, was da so rauskommt. Das ist aber immer hier. Ich mach einfach mal eine flüssige Welt, wenn es geht. Mal gucken, was dabei so rumkommt. Digit 0. Nein. Mal gucken, was da so rauskommt, wenn wir das reinpacken. One. Dangling. Okay, das geht. Also wir brauchen Savannah und Terrain Liquid. Eigentlich. Warte mal, kann ich dann nochmal das immer mal von diesen Nether-Dings hier. Netherdings, wo war das denn hier? Minder aus Eisen, jetzt immer das Netherding. Was kommt da raus? Das ist auch wieder Warning, aha. Wenn ich da jetzt noch Sky irgendwas dazwischen packe, ist das wohl nicht besser, egal. Lassen wir mal, dann geben wir mal hier so eine Platte, ne? So ein Plättchen hier, machen wir mal hier, guck mal, tun wir mal rein hier, ne? Store, so. 12 RF pro Stick, das ist nichts krasses, habe ich das Gefühl. Das tun wir mal raus. Jo. Die Welt ist aber... Erstmal ganzen Strom hier leer saugen, ne? Wir brauchen wieder diese komischen Teile, um die Welt zu bereisen. Und das war, was war das? Wir brauchen alles mögliche. Wir brauchen RF-Tools. Wir brauchen das Dial-Device. Haben wir die... Brauchen wir das Ding hier, ne? Das Ding brauchen wir hier und dann brauchen wir das Wählgerät, ne? So schön Wellgerät, dann brauchen wir wieder mal ein paar Rednet-Kabel. Rednet, ne? Rednet und ich hätte den Tesseract nicht mitnehmen, den Tesseract mitnehmen sollen, ne? Naja, egal. So. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach mal risky, wie ich bin, einfach auf gut Glück sofort reinspringe. Aber. Na. Hier kommt mal wieder nichts Strom durch, habe ich das Gefühl. Current Power. Ja, jetzt so, die geht noch höher, oder wie? Ja. Das Ding frisst also sehr viel Strom und hat sehr viel Lagerplatz für Strom. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich mit RF-Tools nicht ganz so gut aus. Das kann hier bleiben erstmal. Wir testen erstmal, ob die Welt überhaupt funktioniert, ob sie anspringt. Ob die Welt überhaupt angeht, ne? Ne, Essen nicht mit. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich und das brauche ich nicht. Habe ich eine Eisenhacke? Wo ist die Schmetzen wieder hin? Spitzhacke. Da ist sie, ich habe sie weggepackt. Sehr gut. Ja, da würde ich mal sagen, ne? Die Welt steht soweit, ne? Dann würde ich mal sagen, wir benennen sie erstmal um. Oh, ging das doch gleich. Wir benennen sie... Erst um, wenn wir wissen, was drin ist. Macht auch Sinn, ne?
Also, wir dialen jetzt zwischen dem und dem hier. Machen wir einmal dial once, dial okay und rip. Es blubbt. Es funktioniert und wir landen im middle of nowhere, maybe? I don't know. Es lädt, klar, liegt ein bisschen länger, weil mein PC jetzt alles laden muss und es ist etwas Flüssiges. Das ist was Flüssiges, okay. Ich sag nicht, dass es einfach eine ganze Welt, die einfach nur aus Wasser besteht. Das wäre ja schon ein bisschen deprimierend, ne? So, sag mir bitte, dass der hier Strom empfängt. Und so vom Hauptstrom. Sag mir bitte, dass hier was ankommt, ne? Weil sonst sehe ich alt aus. Kommt Strom an? Ja, hier kommt Strom an. Perfekt. Moment. Name. Water. Dingens hier, ne? So, und der hier. Ja, was machen wir? Wir gehen jetzt mal zurück. Erstmal gucken, ob wir was finden. Von hier nach Home Overworld. 0. Dial once. Starting Teleportation. Klick. So, damit wir kommen jetzt zu Hause an. Ja, wir kommen jetzt zu Hause an. Ist ja doch eigentlich ganz einfach, wie es funktioniert hier, ne? Weißt du was? Den lasse ich mal einfach jetzt hier drin schon mal. Für das nächste Mal, wenn ich nochmal eine neue Welt bastel. Mal gucken, was wir da noch so machen. Moment, das da hin, das da hier brauche ich. Und. Was kann das eigentlich hier? Das kann doch überhaupt nichts. Warum habe ich das immer dabei? Egal. Komm, mach halt hier so. Wir nennen die Welt aber jetzt erstmal um in Water World oder sowas. In Water World, genau. Water. So, da rein. Und von Home Go gehen wir nach Home. Nein, wir gehen nach in Water. Dial once, dial okay und schwupp. Weg sind wir. Lol, ist das plötzlich Licht an? Gut. Was haben wir jetzt hier? Ernsthaft? Das ist eine ganze Wasserwelt? Einfach nur Wasser? Och nö. Wasser und ein blauer Himmel. Nice. Hier ist echt nichts. Geil, hat sich auch voll gelohnt hier. Na toll, ganzen Kram wieder abbauen, wieder nach Hause fliegen hier. Ist ja langweilig. Ist ja langweilig. Was haben wir hier noch? Ah. Twitch-Stufe, ja gut, wir kommen jetzt hier rein, ohne dass alles wieder absüffelt. Das ist eine gute Frage, also bauen wir mal einfach irgendwas ab hier. Ich habe ja schon drin, so. Dann würde ich fast schon sagen, jetzt müssen wir die ganzen Sachen jetzt alle hier lassen, ne? Andererseits kosten die jetzt auch nicht so viel. Bis auf den nehme ich mit. Und der Rest kann einfach hier bleiben, falls du mal zurückkommst. Hallo? Von hier aus nach Home, Day Ones und tschüss. Schwupp. Ich weiß nicht, die Welt ist irgendwie so ein bisschen komisch. Hallo? Hallo? Was war das denn gerade? Ich muss sagen, die Folge ist dann fort auch schon mal zu Ende, weil sonst kommt sie heute gar nicht mehr hoch. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Gerne like da lassen. Und noch einen schönen Vatertag mit euren Vätern. Oder falls ihr selbst schon weiter seid, ich weiß es ja nicht. Meine Statistiken lügen ja immer ein bisschen. Und ja, haut rein und ciao.